Bevor ich anfange, möchte ich klarstellen, dass ich mit diesem Video nicht das Ziel verfolge, irgendwelchen Leuten vor den Karren zu scheißen oder ihnen ans Knie zu pissen. Mir geht es im Grunde nur darum zu zeigen, was passiert, wenn man Zusammenhänge nicht vollständig verstanden hat, aber dann versucht, die Welt zu erklären. Das aus dem Weg. Okay. Diejenigen von euch, die gerade Minecraft spielen, sich nebenbei Pornos ansehen oder sonst irgendwas, wissen nicht, warum ich lache. Und die anderen lachen mit mir. Für diejenigen von euch, die dieses Video gerade nicht auf dem Bildschirm haben. Ich habe ein Video gefunden mit dem Titel Harry Potter, der satanische Okkultismus. Okay. Ihr wisst hoffentlich, warum das unheimlich lustig ist. Dieser Text, beziehungsweise dieses Video ist von Thomas, beziehungsweise das Video wurde von Thomas aufgenommen, der Text ist aber von jemand ganz anders. Der Text ist von einem Typ namens David J. Mayer, so ein amerikanischer Wunderprediger. Und ich möchte halt, wie gesagt, zeigen, was passiert, wenn jemand keine Ahnung hat, aber unbedingt was beitragen will. Das gesagt, genießt das Video. Ich schreibe diese dringende Nachricht als jemand, der ehemals als satanischer Zauberer tätig war. Mein Leben richtete ich als Astrologe nach den Sternen aus und erstellte als Numerologist Horoskope und Flüche. Ich lebte in dem mysteriösen und dunklen Reich des Okkultismus. Ich war durch okkulte Kräfte fähig, mit Flüchen und Magie die Kräfte des kontrollierenden Ungewissen heraufzubeschwören und auf den Nachtwinden in die Astralschicht zu transzendieren. Meine liebste Zeit des Jahres war Halloween und tauchte in die Welt der Wicca-Zauberei ein. Dies alles geschah in den 60er Jahren, als die Wicca-Zauberei gerade erst anfing, öffentlich zu werden. Also zu Okkultismus und Satanismus sage ich nachher noch ein bisschen was. Aber jetzt möchte ich erstmal über etwas reden, was ich Grundannahme nennen möchte. Die Grundannahme ist die Basis eines Arguments. Und diese Grundannahme wird immer als wahr angenommen. Das heißt, in diesem Fall wäre die Grundannahme, dass der David J. Meyer ein satanischer, okkultistischer Illuminati-Hexer war. Ja, das Problem bei Grundannahmen ist, man muss sie als wahr annehmen, damit der Rest der Argumentation Sinn macht, wie in diesem Fall auch. Und wenn man dem Typen schon mal nicht abnimmt, dass er ein Hexer war, der den Teufel beschwören konnte, dann ist der Rest vom Argument auch so ein bisschen meh. Aber machen wir weiter mit dem Text. Innerhalb dieses Jahrzehnts wurde im Jahr 1966 eine Frau namens J.K. Rowling geboren. Sie ist die Frau, die im Jahr 2000 die Welt mit ihren 4 Büchern der Harry Potter-Serie eroberte. Diese Harry Potter-Bücher sind Orientierungshilfen und Lehrbücher des Okkultismus verpackt in das harmlose Format der Unterhaltung. Diese 4 Bücher von J.K. Rowling lehren realen Okkultismus. Ich weiß dies und kann dies sagen, weil ich damals ein Teil dieser Welt war. Seht ihr, was ich meine? Seine Grundaussage ist, ich war dabei, ich weiß ganz viel und darum ist das so. Aber reiten wir nicht mehr drauf rum, gucken wir uns an, was seine wirklichen Argumente sind. Okkultismus und Hexerei war sehr unterschiedlich in den 60er Jahren. Damals gab es viel weniger Hexen und die Kunst des Okkultismus wurde viel mehr im Geheimen und Verborgenen ausgeübt. Am Ende dieses geistig heftigst umkämpften Jahrzehnts wurde ich auf eine wunderbare Art und Weise durch Jesus Christus und seinem reinigenden Blut. Ich wurde tatsächlich von jedem bösen Geist erlöst, der in mir lebte, und wurde komplett von meinen Sünden gereinigt. Allerdings, als ich begann, bibeltreue christliche Gemeinden zu besuchen, realisierte ich ganz schnell, dass sogar hier der Okkultismus seine Zeichen hinterlassen hatte. Es wurden und werden viele heidnische Feiertage und Sabbate als sogenannte christliche Feiertage gefeiert. Falls jemand nicht versteht, warum diese Aussage doof ist, hier etwas, das ich vorbereitet habe. Es gibt in den meisten Kulturen etwas, das sich Zeit nennt. Die Zeit bewegt sich in einem Strahl von der sogenannten Vergangenheit in die sogenannte Zukunft und die Gegenwart bezeichnet dabei den Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Wenn wir also in die ganz weite Vergangenheit gehen und dann in die Gegenwart reisen, geschehen Dinge in einer bestimmten Reihenfolge.
Das hat Thomas noch nicht ganz verstanden, aber ich versuche es ja jetzt euch zu erklären. Wenn wir jetzt diese sogenannte Zeit zusammenfassen und einfach mal die drei Hauptreligionen Heidentum, was ein absolut bescheuerter Begriff ist, der ungenau ist wie sonst nicht was, Christentum und Okkultismus nehmen und diesen Zeitstrahl danach absuchen, sehen wir, dass es zuerst heidnische Religionen gibt, dann christliche und danach den Okkultismus und Satanismus. Und wenn wir diese Reihenfolge mal beibehalten, jetzt gucken, wer was wo geklaut hat, dann haben wir hier mit den grünen Pfeilen entnommene und abgeänderte Inhalte und mit den roten Pfeilen eine negative Rücksicht, also negative Sicht auf den Vorgänger. Fangen wir mal beim Heidentum an. Das Heidentum ist einfach da und macht nicht viel. Das Christentum hat aus dem Heidentum Inhalte übernommen, hat aber selbst eine negative Sicht auf heidnische Religionen. Wer mir nicht glaubt, googelt mal nach Sol Invictus, römischer Sonnengott, eine Umsetzung von Mithras. Sol Invictus war eine Zeit lang der Staatsgott Roms. Sein Geburtstag war zu Weihnachten. Es gab ein Fruchtbarkeitsfest, das ab einem gewissen Zeitpunkt auch unter seinem Namen mitlief, zu Ostern. Und so weiter und so weiter. Übrigens, der Heiligenschein ist eigentlich ein Sonnenkranz. Das heißt, es wurden viele Bilder und Daten aus dem Heidnischen übernommen ins Christliche. Das Christliche sieht das Heidentum aber als böse an, weil Verlockung des Satans, bla bla bla, falsche Götter, ihr kennt den ganzen Käse. Dann hat sich irgendwann aus dem Christentum heraus der Satanismus bzw. der Okkultismus entwickelt, wo gesagt wurde, das Christentum ist doof. Also nehmen wir da ein paar Namen raus und ein paar Sachen raus und drehen das halt einfach um. Dann ist nicht mehr Jesus der Gute und der Teufel der Böse, sondern der Teufel ist der Gute und Jesus ist der Böse. Das heißt, Okkultismus hat eine negative Sicht auf das Christentum, weil das Christentum als starr, als zu viele Regeln, vor allem falsche Regeln, Blödsinn und so weiter ansieht, während er selber aber Inhalte aus dem Christentum übernommen hat, zum Beispiel die Namen und Positionen von Dämonen. Allerdings hat sich der Okkultismus auch gedacht, ab einem bestimmten Punkt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also hat er auch Inhalte aus den heidnischen Religionen übernommen, natürlich auch wieder abgeändert, wie es beim Christentum der Fall war und vom Christentum zum Okkultismus der Fall war, und hat die bei sich eingebaut. Und Satanismus ist daher größtenteils ein zusammengeklumpter, sinnloser Scheiß aus hier ein paar christlichen Namen und ein bisschen was vom Dämonenzeug. Und wir setzen diesen Dämon mit diesem Gott gleich und diese heidnischen Feiertage, die die Christen nicht übernommen haben, wie zum Beispiel die Sonnenwende oder Halloween oder was auch immer, nehmen wir als unsere Feiertage. Das macht keinen Sinn, das stört ja aber keinen. Und so entstanden Satanismus, Okkultismus, Wicca und das ganze New Age-Gedöns. Und wenn mir irgendeiner hier jetzt mit Karma kommt, dann werde ich diesen Vollidioten von... Ist ja egal. Jedenfalls wäre das dann sozusagen unsere Zeitlinie. Wer die Zeit nicht ganz verstanden hat, kann bitte mal auf Google oder YouTube gucken. Da wird bestimmt noch irgendwo erklärt, was Zeit ist. Das empfehle ich vor allem für Thomas. Nachdem ich jetzt ausführlich erklärt habe, warum heidnische Feiertage in der christlichen Religion vorkommen, weil geklaut, werde ich jetzt weitermachen. Mit dem Video von Thomas. Mit der Zeit beobachtete ich, wie sogenannte christliche Gemeinden Kompromisse schlossen und sich im Zuge der Ökumene zusammenschlossen. Ich sah erstaunt, wie Lehren aus östlichen Religionen übernommen wurden und Clowns Grundsätze aus der New Age-Religion ganze Gemeinden einnahmen. Dies alles war satanisch vorbereitet und ich wusste im Voraus, wie es sich entwickeln würde. Die Verschwörer der Immilluminaten brachten eine Weltreligion zutage mit einem raffiniert verstecktem Element des Okkultismus in ihren Lehren. Wir haben einen ehemaligen satanischen Hexer, der sagt, dass die Illuminati Harry Potter benutzt haben, um New Age-Inhalte in das Christentum zu bringen. Okay, kurzer Realitätscheck. Das komplette Christentum beruht darauf, dass irgendwann mal so ein Typ in Sandalen hinkam, hey, ich heiße Jesus. Ich hätte voll die coolen Ideen für unsere bestehende jüdische Religion
Und alle haben gesagt, hey, finden wir voll super, wir bauen gleich eine neue Religion auf, das steht ja überhaupt nicht irgendwelche Probleme. Was wären das denn für Ideen? Ja, also liebe deinen Nächsten, halt auch die andere Wange hin. Im Grunde das, was schon vorher in östlichen Religionen gepredigt wurde. Alle haben gesagt, hey, voll cool, wie ist es da drauf gekommen? Und jetzt haben wir einen Priester, der sagt, unser bestehendes Christentum wird durch andere Denkanstöße verändert und lässt östliche Inhalte zu. Das wäre ein bisschen so, als wenn sich ein Fisch drüber beschwert, dass Wasser nass ist, oder? Um die Lehren des Okkultismus den großen Menschenmaßen zu bringen und damit die satanische Kontrolle über die Welt zu komplettieren, muss Stei einer ganzen Generation beigebracht werden, wie Hexen zu denken, wie Hexen sich zu kleiden und sich wie Hexen zu verhalten. Die okkulten Lieder der 60er Jahre starteten das luziferische Projekt, die Gedanken einer ganzen Generation einzufangen und zu beeinflussen. Im Lied Sound of Silence von Paul Simon und Art Garfunkel wird uns davon erzählt, dass eine Saat gepflanzt wurde, während eine ganze Generation schlief und dass die Vision, die in mein Gehirn gepflanzt wurde, immer noch verbleibt. The Vision tat was planted in my brain still remains. Also bevor die Illuminati Harry Potter hatten, haben sie Rockmusik benutzt, um Satanismus zu verbreiten. Ehrliche Zwischenfrage. Wenn ich die bisherigen Aussagen zusammenfasse, haben die Illuminati bei ihrem diesem United Relation Religion irgendwas Ding die Hände dabei gehabt? Sie haben ihre Hand mit drin bei Büchern, bei Musik und bei was wissen die Götter sonst noch was? Warum müssen extra Buchreihen veröffentlichen, um irgendwelche Religionen zu verbreiten? Können die nicht einfach in den Medien in der Dauerschleife laufen lassen, Christentum ist doof, Christentum ist doof, Christentum ist doof? Ich meine, laut der Logik hier gehört ihnen sowieso schon die halbe Welt. Warum sollten die sich noch anstrengen und verborgene Symbolik irgendwo in Harry Potter unterbringen? Jetzt befinden wir uns im Jahr 2000. Alle Fundamente für Okkultismus und Hexerei sind platziert und die Illuminaten müssen sich beeilen, da ihnen die Zeit ausläuft. Der kommunistische Revolutionär Lenin sagte, gebt mir eine Generation der Jugend und ich werde die ganze Welt verändern, und nun wurde eine komplette Generation von Jugendlichen einer Frau namens J.K. Rowling und ihren 4 Harry Potter Büchern übergeben. Als ehemaliger Hexer kann ich mit Autorität sprechen, wenn ich sage, dass ich die Werke von Rowling untersucht habe und sie Lehr- und Trainingsbücher für den Okkultismus sind. Unzähligen Millionen von jungen Leuten wird beigebracht, wie Hexen zu denken, zu sprechen, zu kleiden und zu verhalten, während sie ihre Köpfe mit dem Inhalt dieser Bücher füllen. Kinder sind so besessen von den Harry Potter Büchern, dass sie sogar das Fernsehen und die Videospiele für die okkulten Bücher links liegen lassen. Okay, ich bin gerade, entschuldigt kurz, ich habe hier ein Level von Blödsinn erreicht, bei dem ich nicht mehr genau sagen kann, was ich für blöde halte. Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist zu sagen, ich war mal satanischer Hexer und darum kann ich mit Gewissheit sagen, dass es ein Weltreich der Illuminati-Satanisten geben wird. Oder ob es schlimmer ist, im Jahr 2013 einen Text von 2000 zu finden, wo steht, bald kommt das Reich der Illuminati, und sich dann zu denken, hey, das lade ich hoch, das ist bestimmt noch aktuell. Okay, wir haben hier wieder das Ich war Hexer, darum habe ich ganz viel Ahnung und darum muss auch alles stimmen, was ich sage, Prinzip. Und machen wir einfach weiter mit dem Text. Im ersten Buch der Reihe, Harry Potter und der Stein der Weisen, beschreibt die Geschichte der Weisen Harry Potter, wie er in das neue Reich eingeführt wurde, als er in die Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei gebracht wurde. In dieser okkulten Schule lernt Harry Potter, wie man die Ausstattung für Hexerei beschafft und benutzt. Harry lernt auch ein komplett neues Vokabular, einschließlich Worten wie Azkaban, Zirze, Drassi, Erised, Hermes und Slytherin, welche alle Namen von wahren Teufeln und Dämonen aus dem Okkultismus sind. Sie sind keine erfundene Charakternamen. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen über die Namen aufregen, aber ehrlich, wen kümmert's? Ich möchte einfach jetzt eben die beiden Hauptprobleme, die ich mit diesem Text habe, ansprechen. Erstens, selbst wenn ich ein ehemaliger satanischer Okkultismus-Illuminati-Hexer wäre, wieso gehe ich automatisch davon aus, dass alles, wo irgendwas in Richtung Okkultismus oder Satanismus drin ist,
absichtlich ist und dass die Person davon weiß, dass es satanisch ist. Wieso ist meine Denkstruktur auch eine Schule, in der ein Junge Hexerei lernt und einen bösen Zauberer tothaut? Das muss eine satanische Botschaft der Illuminati sein. Ich denke irgendwie nicht auf diese Art und ich hoffe, meine Abonnenten denken auch nicht so. Ein weiteres klitzekleines Problem, also das zweite große Problem dieses Textes, ist, dass Harry Potter hier als Anleitung beschrieben wird. Ich möchte dann einmal diese Anleitung durchgehen. Um mir Zauberei-Utensilien zu besorgen, wie in diesem Absatz beschrieben, muss ich also nur die Ratschläge in Harry Potter befolgen. Das heißt, ich muss nach London fahren, dort einen für normale Menschen unsichtbaren Pub finden, den ich aber natürlich sehen und betreten kann, muss dann durch die Rücktür aus diesem Pub verschwinden, muss dann mit meinem Zauberstab gegen Steine an einer Wand tippen, muss dann durch das magische Portal in die Winkelgasse schreiten und kann da unter anderem normale Sachen kaufen, wie große Eisentöpfe und Kröten, aber halt auch in dieser Welt vollkommen unbekannte magische Utensilien, wie zum Beispiel Zauberstäbe, die Drachenherzfasern und Einhornhaare enthalten. Ich kann mir Phönixe kaufen, sprechendes Viehzeug, lebende Bilder. Und natürlich kann ich einen Haufen an Zutaten kaufen, die von Tieren und Pflanzen stammen, die in dieser Welt nicht existieren. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Harry Potter wäre realistisch, gibt es nicht nur eine geheime Gesellschaft, die vollkommen unbekannt neben unserer existiert, sondern es gibt auch noch einen riesigen Schwarzmarkt für Tiere, die alle vollkommen unbemerkt sind. Und ja, Harry Potter ist nicht besonders realistisch, egal von welcher Warte man es aus betrachtet. Harry Potter ist keine Anleitung, es ist Fantasy. Ich kann nicht einfach sagen, ich fahre jetzt nach London, latsch da in den Pub rein und klopf gegen Wände, dann kriege ich auch einen Feuervogel. Harry Potter ist Fantasy, es ist keine Anleitung. Es hat, wenn überhaupt, versteckte Symbolik, die man nur versteht, wenn man die Symbolik schon vorher kennt. Meine Fresse. Und da gibt's auch noch Vollidioten, die diesen Scheiß auf Video. Meine verfickte Scheiße noch eins. Aber wie ernsthaft ist das? Indem sie die okkulten Materialien lesen, lernen Millionen Jugendliche, wie man dämonische Geister heraufbeschwört und sie sogar beim Namen nennt. Eine große Anzahl von Kindern, die sich Christen nennen, füllen ihre Herzen und Gedanken, während bewusst egestanorante Eltern in die andere Richtung schauen. Wenn noch irgendjemand dachte, dass dieser Text auch nur eine Spur von Weizgehalt hat, hier ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, es ist alles Bullshit. Warum? Würde Harry Potter den Leuten, die es gelesen haben, beibringen, Dämonen zu beschwören, würde ich dieses Video nicht machen. Ich würde ein Pentagramm auf meinen Boden malen, eine Ziege oder was weiß ich opfern, sagen Sia, Ga, Cthulhu und damit dann einen Dämon aus dem Unterreich beschwören, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Das wären momentan Bier, Bitches und ein neues Gehirn für Thomas. Zu sagen, dass Harry Potter Millionen von Leuten ermöglicht hat, Dämonen zu rufen, sie es aber alle nicht machen, wäre etwa so wie zu sagen, Snickers erlaubt es Leuten zu fliegen, sie wollen es nicht benutzen. Würde Snickers mich fliegen lassen, würde ich Snickers kaufen und durch die Gegend fliegen. Würde Harry Potter mir erlauben, Dämonen zu beschwören, hätte ich jetzt einen Blutfleck auf dem Boden und Bier und Bitches und Thomas würde aufhören, doofe Videos zu machen. Schon die Namen der Bücher sollten uns vor Augen führen, wie okkult und satanisch diese Bücher sind. Der Name des ersten Buches, Harry Potter und der Stein der Weisen, sagt es doch schon glasklar. Das zweite Buch hieß Harry Potter und die Kammer des Schreckens und das dritte Buch hatte den Titel Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Traurig genug, aber sogar weit bekannte und sehr respektierte christlichen Autoritäten wie D.R. James Dobson und Chuck Colson habe sich als moderne Judas entpuppt. Nichts könnte offensichtlicher sein, als dass die Harry Potter Bücher pure Hexerei und Okkultismus sind. Diese christlichen Autoritäten versuchen Harry Potter zu verteidigen,
indem sie sagen, dass doch die gute Magie gewinnt und die böse Magie besiegt. Das ist das älteste Täuschungsspiel, das die Menschheit kennt. Als ein ehemals echter Hexer lernte ich über die beiden Seiten der Kraft. Offensichtlich aber nicht diese christlichen Autoritäten. Wenn sich echte Hexen an ihren okkulten Feiertagen treffen, begrüßen sie sich mit sei gesegnet und wenn sie weggehen, verabschieden sie sich mit möge die Kraft mit dir sein. Beide Seiten dieser Kraft ist Satan. Es gibt keine gute Seite, die die böse Seite der Kraft besiegt, sondern es gibt vielmehr nur das Blut des Herrn Jesus Christus, das beide sogenannten Seiten der Kraft zerstört. Okay, ich möchte hier auf zwei Sachen kurz eingehen. Erstens, es wird Wissen vorausgesetzt, das andere höchstwahrscheinlich nicht haben. Es ist nicht so wie in diesem Video, wo ich sage, okay, ich erkläre euch jetzt, welche Religion wo geklaut hat, weil das sind Sachen, die kann jeder Volltrottel innerhalb von so einer Stunde maximal finden im Internet, in Form von Dokumentationen, in Form von Texten und auch in Form von unter anderem Bachelorarbeiten, die sich halt damit wirklich befasst haben. Das ist kein obskures Geheimwissen. Das, wovon dieser Typ hier redet, mit die Kraft und wie weiß ich nicht alles, das ist Okkultismus, Okkultwissen. Okkult bedeutet geheim. Das ist Wissen, das von den Leuten, die es praktizieren, geheim gehalten wird. Das weiß man nicht, wenn man nicht drin war. Also setzt er voraus, dass irgendwelche christlichen Leute, natürlich bei ihm christlich in Anführungsstrichen, weil die wissen das nicht, sich mit Okkultismus auskennen, bis in solche Details, dass sie wissen, wie genau Okkultismus funktioniert und welche Regelung hier und welche Regelung da zutrifft. Und zum anderen geht er auch davon aus, dass J.K. Rowling das gewusst haben muss, weil sie ist ja die Hure des Satans und die ist böse und Harry Potter war absichtlich und nett. Und zum anderen möchte ich hier auf die Heuchelei hinweisen. Die Hexerei ist immer böse, weil es basiert ja immer auf dem Satan. Aber wenn jemand hinkommt und zaubert, der aber dann Jesus heißt, ist auf einmal die Lösung für alle Probleme. Das macht wenig bis keinen Sinn. Ich wollte es nur gesagt haben, jemand kann sich hinstellen und sagen, Wingardium Leviosa, oh, die Feder fliegt, du bist des Teufels, verbrennt ihn, verbrennt ihn. Aber wenn einer heißt, hey, ich bin Jesus, da, deine Blinden sind geheilt, die Toten sind wieder auferstanden. Oh, er muss von Gott gesandt sein, weil er zaubern kann. Christen haben es nicht mehr alle, oder? Zauberei ist böse, aber Jesus hat Wunder gewirkt, das ist toll. Hochrangige Hexen glauben, dass es 7 satanische Prinzen gibt und dass der 7., der den Christen zugeteilt ist, keinen Namen hat. In den Treffen der Hexen wird er der Namenlose genannt. In den Harry Potter Büchern existiert ein Charakter namens Voldemort. Von diesem Wesen sagt die Betonungshilfe zu den Büchern, er, der nicht benannt werden darf. Wenn man sich mal die Mühe macht, um eine satanische Bibel zu besorgen, was lustigerweise einfacher ist, als man denken sollte, findet man heraus, dass diese ominösen satanischen Prinzen eigentlich nur die Namen von irgendwelchen heidnischen Göttern oder in der Bibel genannten Dämonen sind, die aus dem Kontext genommen wurden, wo gesagt wurde, der ist bestimmt mächtig, den machen wir zu einem Lord. Der komplette Satanismus wurde sowieso irgendwann um 1890 oder so erfunden, von wem auch immer. Ich weiß gerade die Namen nicht, aber es ist keine sehr alte Religion. Oder allgemein Religion, aber das mal beiseite. Aber das mal beiseite, dass der Satanismus an und für sich größtenteils absoluter Stumpfsinn ist. Man hat einen bösen Charakter, den alle hassen und der ist namenlos. Hochrangige Hexen verehren diesen namenlosen Dämonenfürsten. Und in Harry Potter wird ein namenloser Charakter von den Magiern gehasst und gefürchtet. Und die Verbindung besteht darin, dass beide existieren? Ich habe keine Ahnung. Der Typ dreht vollkommen an den Knöpfen und dreht absolut frei. An Mitternacht des 8. Juli 2000 wurden Bücherläden von Millionen von Kindern gestürmt, um das neueste Buch der Reihe, Harry Potter und der Feuerkelch, zu erhalten. Diese Bücher wurden mit nach Hause genommen und jedem Exemplar folgte ein realer böser Geist,
um das entsprechende Haus zu verfluchen. Der 8. Juli war auch der 18. Tag, 3x6, vom satanischen Feiertag des Midsommers gezählt. Der 8. Juli ist auch der 13. Tag nach der Unterzeichnung des United Religion Charter in San Francisco. Und nun erfahren wir, dass das öffentliche Schulsystem benutzt werden soll, um mit der Magie der Harry Potter-Bücher die Klassenräume zu Lehrzentren für den Okkultismus zu benutzen. Dass diese satanistisch Illuminati, Freimaurer, was auch immer, ja scheinbar alles kontrollieren und somit auch ihre Zahlensymbolik überall reinbasteln können, habe ich ja vorher schon mal kurz erwähnt. Aber was mich so ein bisschen wundert, ist das Ding mit dem, jedes Buch hat einen realen bösen Geist. Kann ich dafür extra zahlen? Kann ich den Geist abrichten? Kann ich mich auf andere Art und Weise über dieses Video lustig machen? Nein, ich kann es nicht. Okay, ich sehe ein, dass wenn man an Jesus glaubt und an Gott glaubt, man auch an Satan glaubt und man auch glaubt, dass Satan, Gott und Jesus alle Sachen in der Welt bewirken können, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Aber es gehört schon einiges dazu zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, und ich glaube daran, dass die Harry Potter Bücher mit bösen Geistern gekoppelt sind, die Häuser verfluchen. Aber was sagt Gott über Bücher wie die Harry Potter-Reihe? Es kamen auch viel derer, die gläubig waren worden, und bekannten und verkündigten, was sie ausgerichtet hatten. Viele aber, die davor witzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren, und fanden des Geldes 50.000 Groschen. Also mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand. Apostelgeschichte 19:18-20. Falls wir unsere Kinder die Harry Potter Bücher lesen lassen, müssen wir Eltern uns vor Gott dafür verantworten müssen. Das Wort Gottes wird mächtige Dinge in eurem Leben bewirken, wenn solche satanische Dinge zerstört werden. Über dieses Schreiben wurde gebetet und ich hoffe, es hat dir geholfen. Okay, der Originaltext endet hier. Ich habe ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gelesen. Und beide Texte enden an diesem Punkt, also nach diesem Zitat und nach diesem Aufruf an die Eltern. Und wirklich aus seiner Weltsicht heraus kann ich ihn verstehen. Ich meine, ich mache mich trotzdem drüber lustig, weil jemand sagt, Millionen von Büchern wurden in die Welt hinausgeschickt mit verfluchten Geistern und alle Kinder der Welt können Dämonen beschwören, aber sie machen es nicht. Dann lache ich mich schon so ein bisschen ins Fäustchen. Aber wenn jemand sagt, ja, ich bin Christ und ich möchte nicht, dass meine Kinder mit solchen Hexereisachen zu tun haben, ist das zwar immer noch albern, aber es ist wenigstens verständlich. Wenn einem die eigenen Werte sagen, Hexerei ist böse, dann sollte mein Kind vielleicht nicht unbedingt Hexerei für das Coolste auf der Welt halten. Alles verständlich. Gab's ja auch vorher schon. Ist ja nicht so, dass es jetzt mit Harry Potter angefangen hat. Ist ja nicht so, dass erst jetzt die Christen drauf gekommen sind, huch, alles was nicht christlich ist, ist böse. Es gab schon in den 80ern und 90ern eine Bewegung gegen Rollenspiele. So wirklich gegen Rollen, nicht was ihr jetzt denkt mit Peitsche und Lack und Leder, sondern dieses Pen-Paper-Zeug. So Dungeons and Dragons und Co. wurden dann als Wege zum Satanismus beschrieben. Und die sind ja voll böse und da haben sie auch schon Leute wegen umgebracht und wieder Haufen Blödsinn. Womit keiner je was zu tun haben wollte. Aber das gibt's jetzt halt mit Harry Potter wieder. Da stellen sich halt in irgendwelchen christlichen Camps in den USA irgendwelche dicken Omas hin und sagen, Harry Potter, Hexerei ist böse, gib mir mehr Bürger, was Amerikaner halt so sagen. Aber, jetzt kommt die Perle. Nach diesem Text, im Originaltext, geht das Video noch weiter. Nicht lange, aber es geht weiter. Das heißt, Thomas hat wirklich noch selber was geschrieben. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Bedauerliche ist, dass die Harry Potter Filmreihe über 10 Jahre lang lief. Das bedeutet, dass eine komplette Generation durch diese okkulte Filmreihe vergiftet worden ist. Das macht sich daran bemerkbar, dass selbst nach Beendigung der Filmreihe bis heute unzählige Fanfiktion-Geschichten über Harry Potter im Internet existieren und weitergeführt werden. Tendenz steigend. Traurig aber wahr. Ich hoffe, Thomas nimmt die Fanfictions als Beleg dafür, dass Harry Potter verbreitet ist, nicht dafür, dass Harry Potter Okkultismus ist. Aber die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen hier ist, wie kommt jemand darauf, dass Harry Potter irgendwas mit Okkultismus zu tun hat, wenn es eigentlich nur irgendeine Story über einen Jungen ist, der zu einem Zauberer wird? Ist eigentlich ganz einfach.
Das passiert, wenn man in seiner kleinen eigenen Welt hockt und so blöd ist, sich zu informieren. Wenn jemand nicht auf die Idee kommt, mal nachzuforschen, wie ist Okkultismus eigentlich entstanden und wovon bezieht Okkultismus überhaupt seine Angaben, dann kommt er auch nicht auf die Idee nachzugucken, huch, das war ja damals so und wo ist eigentlich das Christentum entstanden? Und dann kommen wir halt auf den Trichter, dass heidnische Feiertage im Christentum gefeiert werden, auch wenn eigentlich das Christentum die Feiertage geklaut hat, beziehungsweise das Römische Reich die heidnischen Feiertage einfach beibehalten hat, während es zum Christentum übergewechselt ist. Würden Leute die Zusammenhänge verstehen, gäbe es solche Texte nicht. Und ich müsste diese Videos nicht machen. Das hieße aber auch, dass ich überhaupt keine Videos machen bräuchte, weil wenn Leute Zusammenhänge kapieren würden, wären sie nicht zu dämlich zu sagen, meine Religion ist die einzig wahre. Weil dann kämen sie auf die Idee, mal nachzugucken, welche Religionen waren eigentlich vor meiner Religion und welche Inhalte hatten die. Und da wird man ganz schnell merken, dass sich viele Sachen überschneiden. Aber genug zur logischen Erklärung. Ihr wolltet euch ja wieder mal nur angucken, wie ich irgendwas über dumme Christen sage, und das habe ich gemacht. Und wenn sich wieder Christen beschweren, dann schickt mir doch einen dummen Juden, dummen Moslem oder dummes was auch immer vorbei. Von mir aus auch irgendwelche Wicca oder New Age Spinner, habe ich kein Problem mit. Dann kümmere ich mich mal um die und deren Aussagen. Also, nachdem wir uns jetzt alle wieder lieb haben, wünsche ich euch noch viel Spaß. Und tüdelü, ciao und was auch immer sonst noch.